Heute nehme ich euch mit nach Tibet. Nein, nicht Tibet im Himalaya, sondern Klein-Tibet im Zillertal, was beim Betrachten aber wirklich ans Himalaya erinnert. Ich fahre wieder ab dem Campingplatz mit dem Zillergrundbus 18 Kilometer, eine Dreiviertelstunde, direkt bis zur Staumauer des Speichers Zillergründel auf 1850 Meter. Ein kleiner Tipp von mir: Mit dem Auto kommt ihr auf der Mautstraße nur bis 4 Kilometer vor dem Stausee zur Bärenbadalm. Also, wenn ihr nicht mit dem Mountainbike unterwegs seid, dann fahrt lieber mit dem Bus. Ich bin jetzt mit dem Bus hier hochgekommen zum Zillergrund-Stausee. Schon das war ein wunderbares Erlebnis. Eine Dreiviertelstunde Busfahrt in einer ganz traumhaft schönen Natur. Und jetzt bin ich oben am Stausee. Mein Bus fährt in 3 Stunden wieder zurück. Ich habe genug Zeit, mich hier umzuschauen. Es sind ganz wenig Leute da. Es ist wunderschön. Jetzt kann ich die Natur so richtig genießen. Hier sieht man das Restaurant Adlerblick über dem Speicher, aber da gehe ich erst zum Schluss rein. Jetzt gehe ich erst mal 10 Minuten durch das schöne, kühle Natursteintunnel und erfreue mich des Ausblicks über den Speicher und die noch schneebedeckten Berge am Ende des Tunnels. Ich höre schon den ersten Wasserfall rauschen. Wie schön! Fülle gleich meine Trinkflasche mit glasklarem und eiskaltem Quellwasser auf. Der Weg führt direkt am See entlang und ständig rauscht es von Neuem. Und die Wasserfälle stürzen über die zerklüfteten Felsen tosend oder auch manchmal klein und plätschernd hinab. Die letzten Schneefelder, die der Schatten noch gelassen hat. Schnee! Aber hier gibt es noch viel davon. Ja, schaut euch das an, was ich hier gefunden habe. Eine ganze Wiese voller Enzian. Ja, die verschiedenen Wildblumen, die faszinieren mich schon. Gleich nebenan steht der Augentrost. Und die ersten Orchideen zeigen sich auch schon. Das schaff ich, Bänkle. Schöne Idee. Aber was genau soll ich hier schaffen? Jetzt stehe ich vor dem Bankel der Entscheidung. Die Plauner Hütte geht aber sehr steil den Berg hoch oder die Honau-Alm. Ja, ich werde mich jetzt für den leichteren Weg entscheiden. Ich nehme ganz spontan die Honau-Alm. Gute Entscheidung, stelle ich fest. Was ich hier sehe, sieht aus wie ein Bild aus dem Märchenbuch. Wieder mal ein herrliches Stückchen Erde. Diese bunten Fähnchen im Hintergrund, lustig hier oben. Aber irgendwie erinnern die mich an das Himalaya-Gebirge. Schön. Jetzt bin ich am Ende des Stausees angelangt und hier fließt die Ziller in den Stausee. Und hier sieht man noch Übrigbleibsel von einem Gletscher.
Ich höre den Ton der Murmeltiere. Und hier eine Höhle der kleinen Nager. Aber ich sehe leider keines. Jetzt machen die Fähnchen, die ich hier vorhin gesehen habe, Sinn. Wir sind in Klein-Tibet. Ich bin fasziniert von dieser Naturlandschaft und dieser einmalig urigen Hütte. Schon der Weg dahin auf den Steinplatten vorbei an den Gebetsmühlen ist ein Erlebnis. So etwas Uriges habe ich noch nie gesehen. Naja. Ich war ja auch noch nicht in einem Bergdorf im Himalaya. Und als Köchin? Interessiert mich das schon sehr, wie man hier kocht. Und ich darf eintreten und sogar filmen. Danke nochmal dafür. Aber wie genial ist das denn hier? Ja, und wenn man gegessen und getrunken hat, muss man gelegentlich auch mal aufs stille Örtchen. Und da gehen wir jetzt hin. Ein Abenteuer der Extraklasse. Nach diesen schönen Erlebnissen in der Klein-Tibet-Hütte habe ich noch Lust auf ursprüngliche Natur. Thank you.
Ich gehe die 5 Kilometer vom Zillergrund Klein-Diebet wieder ganz gemütlich zurück zur Staumauer. Ich wollte ja gerne noch zum Adlerblick. Bevor ich in die Gaststätte gehe, schaue ich mir aber noch oberhalb dieser die kleine natürliche Ausstellung über das Wirken und Schaffen der früheren Almbewohner an. Hier wird sehr deutlich dargestellt, wie sie aus Naturmaterialien ihren Alltag in den Bergen gemeistert haben. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Staumauer und die Gaststätte Adlerblick. Und da gehen wir jetzt hin. Der Adlerblick. Wenn man hier Platz nimmt, hat man einen schönen Blick über den Stausee und die Bergriesen der Zillertaler Alpen. Nach der letzten Stärkung fahre ich gemütlich mit dem letzten Bus wieder durch die zauberhafte Landschaft des Zillergrundes, zurück bis an den Campingplatz. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss!